Ich warte noch auf ein oder zwei Zuschauer und Leute, die mir im Chat schreiben, ob ich gut zu hören bin oder zu laut bin oder zu leise. Ansonsten habe ich nur Knaller-Stories heute. Wie wir auf der Leipziger Buchmesse, auf unseren trotzdem noch Leipzig Ersatzconventions waren, ganz viele Leute getroffen haben, während die Welt untergegangen ist gleichzeitig und alle gesagt haben, man darf doch nicht mehr irgendwo hingehen. Wie so richtig ignorante Trottel. Das ist genau die Situation, vor der ich immer Angst hatte, dass kein einziger Mensch auftaucht. Ist dies das Ende für meine Twitch-Karriere? Aber ich will nicht das Spiel weiterspielen auch. Habe ich jetzt extra am Wochenende noch in meinen Twitter-Profil geändert und reingeschrieben Comiczeichner, Klärwetter und Streamer. Ja, ansonsten wird das halt hier eine One-Man-Show heute. Was haben wir denn davon? Oder ich? Es ist ja die gleiche Uhrzeit wie sonst auch. Hey, Sophia ist da. Hey, hey. Du bist 50% der Zuschauer heute. Gott sei Dank. Endlich jemand da, den ich kenne. Bin ich gut zu hören? Und ist das Spiel so ein bisschen zu hören? Ist das ja nur so ein Rauschen im Hintergrund? Du hast meinen deprimierten Monolog verpasst. Wie ich hier traurig darüber schwadroniert habe, dass eventuell meine Twitch-Karriere jetzt schon vorbei ist. Weil keiner kommt. Alles okay mit dem Ton. Gut. Wärst du in Leipzig gewesen? Das war ein Spaß. Alle krank jetzt. Ja, du bist jetzt da. Aber gerade eben war nur eine Person da, die mir aber nicht geschrieben hat, wer sie ist. Und jetzt bist du 50, jetzt sind es 3 Zuschauer sogar. Ja, ich warte jetzt noch 60 Sekunden. Und dann fangen wir einfach mit dem Spiel an. Wie warst du auf Arbeit? Seid ihr nicht dann auch schon in Quarantäne? Ich habe viele komische Nachrichten jetzt so mitgekriegt über die letzten 4 Tage. Ich war ja nicht auf Arbeit. Aber tatsächlich haben wir merkwürdige Dienstanweisungen bekommen, die, wie ich finde, wenn man sie konsequent durchführt, das Arbeiten eigentlich obsolet machen. Also eigentlich können die uns auch einfach so nach Hause schicken. Das fände ich gut. Aber für mich hört ja sowieso keiner. So. Ich fange jetzt einfach mal an. The Longing. Wie ging das denn nochmal? Also passt auf. Das habe ich gemacht, während keiner zugeguckt hat. Da habe ich das Spiel nochmal geöffnet und bin hier in den Raum reingegangen, weil ich gedacht habe, wenn man hier rausgeht, dann vergeht die Zeit ja im Normaltempo. Wenn man sich hier in dem Raum befindet und liest, vergeht die Zeit 3-mal so schnell. Und weil eine der Ereignisse, die hier unten in der Höhle stattfinden soll, in 3 Wochen erst passieren soll, habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt einfach
drei Wochen sozusagen. Jetzt haben wir eine Woche das Spiel nicht gespielt, aber es sind drei Wochen in Game Time vergangen. Guck, nur noch 377 Tage über, bis irgendwas passiert. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es nicht zu viel Content ist, der uns heute erwartet. Dass wir das auch gerade so in eine 2 Stunden oder was heute der Livestream ist, schaffen. Ich muss mal mein OBS-Studio ein bisschen kleiner machen. Dass das nicht ein bisschen weniger breit geht. So. Das nicht, aber es fallen gerade ganz viele Kunden, sowas wie Restaurants und Kindergarten weg. Das ist nicht so toll für einen kleinen Privatbetrieb. Wenn es so weitergeht, werde ich vielleicht vorübergehend gekündigt. Was arbeitest du eigentlich? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ja nicht so geil. Das kann ich ja mir zum Glück nicht passieren. Theoretisch ist es halt, ich erzähle das mal gleich, warum das so bei uns auf der Arbeit irgendwie komisch ist. Ich sehe es dann ja morgen erst, wie es dann wirklich wird. Ich ziehe mich jetzt erstmal klein hier. Ich mache mal klein. Ich habe am Wochenende mit einigen Leuten über meine geile Twitch-Karriere in Anführungsstrichen gesprochen, die ja offensichtlich nicht so gut läuft. Und da haben ganz viele gesagt, ich muss auf jeden Fall mit Dings machen. Mit Facecam. Immer. Mir wird gerade angezeigt, dass der Stream ganz komisch schwankt. Ich hoffe aber, es geht. Ich lade nämlich gerade gleichzeitig YouTube-Video hoch. Aber es müsste eigentlich bald fertig sein. Es hat nämlich letztens nicht funktioniert. Ja, doch, das Neue, was ich jetzt hochgeladen habe, das hat funktioniert. Der macht nur noch die Verarbeitung. Aber das andere hat nicht funktioniert. Naja, soll wohl gehen. Ich hoffe. Du musst dem Ganzen Zeit geben, dann bekommst du schon deine Stream-Zuschauer. Ja, ich weiß, ich mach doch nur einen Spaß. Na gut, so, pass auf, wir gehen jetzt los. Also wie gesagt, es sind hier jetzt 3 Wochen in Game Time vergangen. Wir gehen nochmal raus. Ich hab vergessen, wie langsam er läuft. Er hat Moby Dick durchgelesen in den 3 Wochen. Das ist ja auch nicht schlecht. Bäckerei-Fachverkäuferin, aber nur als Nebenjob. Genau wie meine Mutter. Aber die macht das als Hauptjob. Zu meiner Mutter habe ich gesagt, die könnten den Laden ja auch einfach dicht machen. Weil, ganz ehrlich, brauchen die Leute in Krisenzeiten unbedingt frisch gebackene Brötchen? Ist die Musik jetzt vielleicht ein bisschen zu laut? Ich weiß es nicht. Brauchen sie unbedingt frisch gebackene Brötchen? Oder könnten sie als Arbeiterschutz nicht einfach den Laden zumachen? Oder hat meine Mutter gesagt, naja, nee, weil ja in dem Laden, wo die drin sind zum Beispiel, auch schon alle Brote ständig ausverkauft sind. Das heißt, wenn ihr Laden auch noch zumachen würde, dann wäre gar nichts mehr. Hätten die Leute noch weniger zu essen. Aber ich verstehe den Sinn hinter dem Hamstern nicht. Denn die Läden sind ja alle noch offen. Ich hoffe das zumindest. Weil ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe überhaupt nichts gehamstert. Ich hätte heute nochmal vielleicht mal einkaufen sollen. Ich hatte ja heute den Tag frei. Und hätte dann mal mir ein bisschen was zu essen kaufen sollen. Aber ich habe gesagt,
scheiß drauf. Ich lasse mich nicht vom Hype am Stecken. Ich habe mich schön hier im Haus den ganzen Tag aufgehalten. Bin nicht rausgegangen. Muss morgen dann aber einkaufen. Ja, werde ich halt morgen krank. Oder steckt morgen alle mit Corona an. Wer weiß. Wer weiß, was da in Leipzig alles... was ich da abgekriegt habe. So, jetzt muss ich mal überlegen. Es gab... Ja, wir gehen einfach in der Reihe nach ab, würde ich sagen. Wir hatten das Loch, wo das Wasser reintropfen sollte. Wir hatten die Klippe mit dem Moos. Da weiß ich nicht, was da war. Da war nämlich nichts. Das Ding, wo das Teil runterfällt. Dafür brauchte man die Spitzhacke. Das war nicht mehr so wichtig. Na gut. Und der Pilz braucht man auch die Spitzhacke für. Wir gehen also zuerst zu dem Loch mit dem Wasser. Da geht er jetzt automatisch hin. Kann ich mich zurücklehnen und ganz viel erzählen. Verbindung ist stabil. Aber ey, ich habe jetzt keine Berufsschule mehr und kann vielleicht auch mal streamen. Minimal ein bisschen die Musik vielleicht leiser, okay. Das kann ich. So. Das ist jetzt minimal leiser. Ach. Ja. Ärgerlich. Alles. Mit dem Coronavirus. Also, pass auf. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen darf oder ob das unter irgend so Rechte-Schutz-Quatsch fällt. Aber ich kann es ja mal inhaltlich wiedergeben, was mein Chef in unsere WhatsApp-Arbeitsgruppe reingestellt hat. Wir dürfen nicht mehr uns sehen auf der Arbeit. Jeder muss jetzt einzeln alleine arbeiten. Normalerweise sind wir ja so ein großes Team. Und jetzt soll immer jeder so ein bisschen alleine arbeiten. Die viel Zeit... Will doch, kannst du alleine arbeiten, aber manche Sachen kannst du nicht alleine machen. Wir dürfen nicht mehr Kaffeemaschine benutzen. Wir dürfen nicht mehr... Ach, egal. Macht das oder macht das nicht? Es ist weg. Wir dürfen nicht mehr die Kaffeemaschine benutzen, wir dürfen kein Gespeck mehr benutzen. Obwohl das ja alles abgewaschen wird. Ständig natürlich alles desinfizieren. Wir dürfen nicht mehr die Betriebsautos benutzen, beziehungsweise immer nur einer alleine. Und danach muss das immer ganz wegdesinfiziert werden, das Auto. Nicht mehr zusammen Pause machen. Wir haben aber nur einen Aufenthaltsraum, in dem wir nur... Pause machen dürfen. Das heißt, weiß ich auch noch nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Wir dürfen nicht mehr mit irgendwelchen anderen Firmen zusammenarbeiten, keine Lieferscheine mehr annehmen und unterschreiben. Also alles, was wir so machen müssten, ist nicht mehr. Geht nicht mehr. Und ich wollte schon in die WhatsApp-Gruppe als ersten Kommentar reinschreiben. Ja, aber die Scheiße dürfen wir noch anfassen. Das ist noch okay, oder was? Naja. Ja, jetzt frage ich mich, wie soll das morgen dann weitergehen? Ich habe jetzt die letzten 4 Tage nicht mitgekriegt. Was dürft ihr überhaupt noch? Fragezeichen. Ja, nix mehr. Anscheinend. Es ist halt irgendwie so sinnlos. Das heißt, wir können eigentlich nur noch Arbeit machen, die man alleine machen kann. Das geht. Aber ich sag mal, das ist vielleicht so ein halber Tag. Dann bist du eigentlich immer rum mit allem, was du dann noch machen kannst. Wir haben dann ja noch so einen Bereitschaftsdienst, der ja da auch eh immer alleine ist. Tja. Und außerdem ist es ja so ein bisschen... Also,
Es gibt was ich nicht so richtig verstehe. Also ich verstehe ja diese ganzen, dass jetzt ganz viele Leute Homeoffice machen und den ganzen Bums und dass Sachen abgesagt worden sind, nicht mehr stattfinden. Das soll ja nur das hinaus oder nicht hinauszögern, gerade nicht, sondern die Zeit verlängern, wo der Virus sich verbreitet. Weil der wird sich ja eh verbreiten, das ist ja klar. Es geht ja nur darum, diese Zeitspanne möglichst in die Länge zu ziehen. Aber das Ding ist doch, so wie es jetzt, so wie es jetzt ist, ist es ja nur so, ganz viele Leute machen jetzt 2 Wochen einfach so Homeoffice und treffen sich nicht mehr. Und dann, aber dafür geht es dann doch in 2 Wochen genauso weiter. Normalerweise müsste das ja dann viel länger gehen, diese ganze Homeoffice-Geschichte. Aber ganz viele Leute machen jetzt so, ja, 2 Wochen bin ich jetzt in Quarantäne. Ohne, dass die wirklich jemanden getroffen haben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, der den Virus wirklich hat oder bei dem die Krankheit wirklich ausgebrochen ist. Weil so viele bestätigte Fälle im Vergleich zum Gesamtdeutschland gibt es ja dann noch nicht. Und was Sinn macht, ist ja zum Beispiel Leute, die jetzt wirklich aus so einem Krisengebiet rauskamen, wie Italien, dass Leute, die mit dem Kontakt hatten, dass die zu Hause bleiben. Das macht Sinn. Aber dass Leute auch, die gar nichts damit zu tun hatten und wahrscheinlich das nicht irgendwie in sich drin haben, dass die auch jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen. Klar, das verzögert das ganze Ding. Aber das verzögert es halt auch nur um 2 Wochen. Und was ist denn dann? Dann geht es ja einfach wieder weiter. Außer man sagt, okay, wir warten hier auf besseres Wetter, weil es ist ja, ihr wart doch das Moos. Müsste das Moos jetzt, ein Stück Moos, es wächst bereits nach. Geil. Wir haben Moos gefunden. Geht er jetzt direkt? Nee. Dass man jetzt mal noch wieder aussuchen muss, dann weiterzugehen. Hier ist nämlich ganz viel Moos. Ein Stück Moos, man kann nie genug davon haben. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Moos machen müssen, sollen, werden können. Naja. Ich habe heute so gedacht, jetzt bricht so hier die Apokalypse aus und ganz viele Leute machen Homeoffice. Das heißt dann, alle bald, es sterben dann bald ganz viele Menschen und es sind nur noch so Büroarbeiter übrig. Aber die ganzen Handwerker, Leute, die draußen arbeiten müssen, so die ganzen Malocher-Typen. Das ist die Leute, die in einer Postapokalypse wirklich was bewegen könnten. Polizisten, die sind dann alle tot. Naja, es ist ja das Ding, die meisten Leute sterben da ja gar nicht dran. Es geht ja zum Schutz von Schwächeren. Was ja auch alles gut ist, aber so richtig weiß ich noch nicht, ob das alles so richtig Sinn hat, wie es jetzt aktuell läuft. Aber mal abwarten. Das Ding ist halt, ich frage mich halt die ganze Zeit so, müsste ich jetzt auch zu Hause bleiben? Ich war ja jetzt unter so ein paar Menschen. Aber Leipzig war ja nur auch kein Krisengebiet in irgendeinem Sinne. Ach, ja. Hauptsache, du wirst bezahlt. Ja, eben. Also wahrscheinlich werden jetzt die 2 Wochen relativ unspektakulär. Arbeitsarm. So, was passiert jetzt? Komme ich jetzt rüber? Er hat gesagt 3 Wochen. Jawohl. Nee. Ich komme fast heran. Ein paar Tage mehr und ich kann die andere Seite mit meinen Fingerspitzen erreichen. Motherfucker, er hat gesagt, das 3 Wochen. 3 Wochen sind doch jetzt rum. Sogar mehr als 3 Tage. Was für eine Enttäuschung. Naja, egal. Wir haben ja noch ein paar andere Ecken, zu denen wir gehen können. Das Moos ist gewachsen. Das heißt, wir könnten die Klippe runterspringen. Das wollte ich mir aber aufheben. Es war ja noch was anderes.
Genau, das Ding hier. Mal sehen, ob sich dort irgendwas getan hat. Gucken wir mal. Guten Abend, the adorable turtle. Guten Abend. Viel weinen über Corona war bis jetzt der Inhalt des heutigen Livestreams. Ja, dass ich das jedes Mal neu aussuchen muss. Naja, es geht halt auch darum, dass nicht alle auf einmal krank werden. Ja, okay. Beziehungsweise so schnell, damit das Gesundheitswesen nicht überfordert wird und man mehr Zeit hat, um am Impfstoff zu arbeiten. Ja, naja, stimmt schon. Worum geht's in dem Spiel? Also, The Longing ist ein Spiel, du bist der Schatten und du lebst in einer, ja, unter der Erde. Das Königreich unter der Erde. Und der König, der Erdkönig, ist am Ende seiner Kräfte und muss schlafen. Achso, es ist noch nicht reif zur Ernte. Und er muss schlafen, und zwar 400 Tage. Und die einzige Aufgabe im Spiel ist zu warten. Die 400 Tage laufen in Echtzeit ab. Auch wenn das Spiel beendet wird, läuft diese Zeit immer weiter. Und natürlich kannst du einfach theoretisch die Zeit abhalten, abwarten und gucken, was dann passiert mit dem König. Aber man kann auch die Höhlen erforschen. Und eventuell irgendwann könnten wir vielleicht das Erdkönigreich verlassen. Wir wissen noch nicht, was Ziele sind hier in dem Spiel. Es ist halt so, er bewegt sich halt sehr langsam offensichtlich. Es ist halt wirklich warten. Warten das Spiel. Er bewegt sich ganz langsam. Es ist alles ein Labyrinth. Man muss sich versuchen, ein bisschen zu merken, was wo ist. Beziehungsweise, man hat hier die Möglichkeit, sich das hier Orte abzuspeichern. Und es gibt halt interessante Orte, an die er trifft, kommt. Wie zum Beispiel gerade eben dieses Loch mit dem Wasser. Als wir das erste Mal da waren, war da noch gar kein Wasser drin. Aber so ein bisschen Wasser tropfte von der Decke. Und er sagte, so in 3 Wochen vielleicht kann ich hier drüber durchschwimmen. Wir kommen auf der anderen Seite an. Jetzt sind 3 Wochen rum. Es ist noch nicht ganz voll. Aber zum Beispiel, was schon passiert ist, das Moos, was man finden kann, was noch nicht gewachsen war am Anfang des Spiels, als wir es vor einer Woche zum ersten Mal gespielt haben, ist jetzt gewachsen. Und jetzt gehen wir gerade zu einem Monolithen, der auch vor einer Kluft hing, wo man nicht durchgehen konnte. Wenn der jetzt runtergefallen ist, dann können wir da drüber laufen. Ja, und es ist die Frage, was passiert am Ende der 400 Tage? Und was verbirgt sich hier in dem ganzen Bums drin? Das ist natürlich so ein Independent-Spiel, es ist ein Experiment. Und es ist halt sehr entschleunigt, es passiert ganz wenig. Und manchmal findet man ein Stück Kohle. Und manchmal kommt man dann vielleicht an irgendeiner Stelle weiter, wo es vorher noch nicht weiterging. Das letzte Mal haben wir halt in 2 Stunden ungefähr erstmal alles abgegrast, was es so, ah ja, guck, der ist runtergefallen, was es so zu finden gab und halt eben diese ganzen Sackgassen gefunden. Oder nicht Sackgassen, aber zeitliche Sackgassen. Und jetzt können wir über eine dieser Sackgassen drüber gehen. Das Ding hing noch an der Decke, es ist jetzt runtergefallen. Und jetzt gucken wir mal, was am Ende dieser Treppe ist. Ein Glück, dass der Stalaktit herunterkam, um mir hier zu helfen. Ich hoffe nur... da war irgendwas. Ich hoffe nur, dass ich nie von einem aufgespießt werde. Stück Kohle. 18 Stück Kohle. Aha, hier ist irgendwas. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht einfach nur so eine Sackgasse ist. Hallo Romodu! Wann gibt's das Giveaway? Aha. Das große Klopapier-Giveaway. Ein Stück Holz. Damit könnte man ein Bett bauen. Geil!
Das war's also. Das war das große Mysterium. Hier ist nichts mehr sonst, oder? Oh doch, hier geht's weiter. Ach, Gott sei Dank. Aha. 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 Ja, das große Giveaway, das große Klopapier-Giveaway ist natürlich am Ende des Livestreams. Wartet's ab. Ich habe natürlich hunderte... Wir können noch nicht hacken. Meine Nase ist noch nicht spitz genug, um diesen Kristall abzuernten. Vielleicht kann ich irgendwo eine gute Spitzhacke finden. Danach suchen wir. Oh, mit dem Gesicht reden. Na. Hallo Gesicht, wie geht es dir? Okay, antworten. Errungenschaft freigeschaltet, ein Gesicht. Es geht mir gut, wie geht es dir? Kannst du mir mit diesen Gedanken helfen? Wie kann ich die Dunkelheit überwinden? Was liegt jenseits der Höhle? Was wird hier in 400 Tagen passieren? Aha, interessant. Ich werde dir meine Weisheiten anvertrauen. Wir hatten nämlich schon mal einen längeren Monolog, wo es um die Dunkelheit ging. Dass er nämlich sagte, naja, der Schatten hat sich halt gefragt, soll ich die Höhlen verlassen? Kann ich die Höhlen verlassen oder nicht? Und ich dränge natürlich die ganze Zeit auf. Wir wollen die Höhlen verlassen in 400 Tagen. Wir wollen raus hier aus dem Bums. Und da geht es nämlich um die Dunkelheit. Ich werde dir meine Weisheiten anvertrauen, aber ich verlange zuerst eine Gabe. 20 Kohle geben? Ich habe momentan nur 18 Kohle. Motherfucker. Was liegt inseits der Höhle? Ich werde dir meine Weisheit anvertrauen, aber ich verlange zuerst eine Gabe. 5 Enttäuschungen geben. Ah, das ist ja cool. Ich habe momentan 3 Enttäuschungen erhalten. Also. Okay. Was wird nach den 400 Tagen passieren? Ich werde dir meine Weisheit anvertrauen, aber ich verlange zuerst eine Gabe. 20 Moos. Ich habe momentan 5 Moos. Das heißt, viel Moos finden. Kohle finden kriegen wir hin. Das können wir heute noch machen. Die Enttäuschung weiß ich natürlich nicht, ob wir die noch finden. Wir kommen wieder auf jeden Fall. Geht's hier noch raus? Wahrscheinlich nicht, oder? Hacken. Also für den Kristall. Ja, okay. Gut. Hier geht's nicht weiter. Wir merken uns aber diesen Raum. Nein, nicht. Du sollst ja gar nicht hingehen. Ich will nur gucken, was ich überspeichern kann. Das ist nämlich auch das Ding. Er kann sich halt Räume merken, aber dann vergisst er andere Räume wieder. Aber es gibt viele Räume, die sind wahrscheinlich nicht so wichtig. Dieser Raum ist aber wichtig. Diese Treppe hier zum Beispiel sagt mir nichts. Die werden wir jetzt überschreiben. Na, halt. Ich will nochmal zu dem Gesicht zurückgehen, damit ich auch weiß, das ist der Raum mit dem Gesicht. Das Zeitprinzip klingt aber sehr interessant. Ja, genau. Es ist nämlich das Ding. Wir haben vor einer Woche gespielt. Jetzt sind im Spiel aber schon 3 Wochen vergangen. Weil ich nämlich in dem Basis, da kann man lesen. Und wenn man liest, vergeht die Zeit 3-mal so schnell. Das heißt, es sind jetzt schon im Game 3 Wochen vergangen. Es gibt also Möglichkeiten, die Zeit voranzutreiben. Es gibt aber auch die Zeit, noch langsamer vergehen zu lassen als Echtzeit. Das heißt, man hat nicht wirklich 400 Tage zum Schluss in dem Spiel gespielt, aber man muss ja eh dann immer auf viel warten. Aber das ist so die Zeit, die Möglichkeit, etwas schneller. Wir mussten ja trotzdem eine Woche warten, Zeit vergehen zu lassen. So. Überschreiben, ja. So. Jetzt haben wir uns den Ort hier gemerkt mit dem Gesicht. Jetzt gehen wir dann zur Klippe. Also es kann halt auch sein, dass gleich schon nichts mehr ist, weil wir jetzt dann die wichtigsten Orte schon abgegeben haben. Wie gesagt, hier konnten wir jetzt noch nicht weiter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Er hat dir gerade noch irgendwas angezeigt. Achso. Gut, und wir können natürlich nochmal Kohle finden. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal zu der Klippe.
So. Ich würde mich safe immer verlaufen, ja. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich hatte einen ganz guten Überblick. Dann habe ich aber doch immer noch wieder Gänge gefunden, wo ich dachte, hä? Ach, hier ist doch nochmal auch eine Tür. Jetzt ist es natürlich einfach nur, ich klicke das an und dann läuft er automatisch dahin. Das ist im Prinzip der Fast-Travel-Modus. Nur, dass er nicht Fast-Travel, sondern einfach in Echtzeit läuft. Aber zumindest läuft er automatisch. Das heißt, ich muss nirgendwo hinklicken. Ich muss immer nur darauf achten, dass ich die Kohle nicht übersehe. Weil, wie gesagt, wir brauchen, was hat er gesagt, 20 Kohle, wir haben 18 Kohle. Hätten wir mal letztes Mal, man kann nämlich die Kohle auch benutzen, um Bilder zu malen, nicht so viele Bilder gemalt. Aber ich denke, wir finden schon noch ein bisschen Kohle. Hey, übrigens, wenn du magst, kann ich dir mal ein paar Installationsdateien für Spiele geben, die ich habe. Dann hast du etwas mehr Auswahl, falls du was brauchst. Ja. The Longing spiele ich ja jetzt erstmal. Das will ja noch ein paar Tage dauern. Denn Stardew Valley will ich auch durchspielen. Das wird erstmal dauern. Also du willst unbedingt, dass ich noch andere Sachen spiele. Ich merke das. Wenn du bald eh mal zu Hause bist, dann machen wir auch mal das Spiel, was du meidest. Wo ich vergessen habe, wie es heißt. Overwatch. Ich kaufe mir schon noch Spiele. Ich habe ja eine Liste mit vielen Spielen, die ich spielen will. Dieses Pokémon Bootleg. Oh, da war irgendwas. War cool, Kohle? Gut, vielleicht noch nicht. Na. Da war ja doch was. Dann heb's doch auf. Wieso findet das denn jetzt nicht? Das ist hier Pro Gaming. Es ist, wieso findet es denn jetzt nicht mehr? Das, ihr seht das doch, oder? Bin ich bescheuert? Jetzt aber. Ein kleiner Brocken Kohle. Ein gefallener Bruder kehrt nach mir nach Hause zurück. Sehr gut, 19 Kohle. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wahrscheinlich stellt er danach, will er danach nochmal 20 Kohle haben. Das Spiel ist nämlich gemein. Ja. Die wichtigste Frage, ist das Klopapier neu oder gebraucht? Naja, es ist wie neu im Prinzip. Ich sag, es ist halt nur von einer Seite gebraucht und man kann ja die andere Seite dann benutzen. Eigentlich will ich es nur anbieten, weil ich echt viel Crap habe. Und was ich vielleicht zufällig habe, brauchst du kein Geld für ausgeben. Hey, hey, Feli. Guten Tag, du bist auch da. Ja, ich melde mich dann, wenn ich mal was brauche. Noch habe ich. Ich frag dann vorher. Musst du mir mal eine Liste geben an Sachen, ob das was ist, was mich interessiert. Ich habe heute meinen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. Gerade jetzt. Also jetzt unbefristeter Arbeitsvertrag und dann erstmal schön 2 Wochen zu Hause bleiben. Typisch. Und dir den Zeh gebrochen. Ja, das passiert schon mal. Welchen Zeh? Den großen oder den kleinen oder einen in der Mitte? So, jetzt geht's los. Hier ist der Untergrund. Und hier ist das Moos. Und jetzt kann er runterspringen. Und ist weich gelandet. Jetzt ist die Frage, pass auf. Wo geht er denn jetzt noch hin? Der macht das alles automatisch. Wieso ist er denn jetzt so gelaufen? Der sollte doch hier oben hingehen. Jetzt geht er immer einfach automatisch noch weiter.
Obwohl er in den Ort schon vorbeigelaufen ist. Aha. Auch nicht schlecht. Naja, hier wäre ich jetzt sowieso reingegangen. Lassen wir mal laufen. Mal gucken, was passiert. Ah, ich habe Urlaub bis Donnerstag. Oh. So, jetzt ist die Frage. Jetzt kann er nämlich hier einfach wieder runterspringen. Das ist... Das wussten wir ja schon. Das machen wir jetzt einfach mal. Obwohl wir wissen, dass das natürlich... Jetzt kann er nämlich nicht wieder hochklettern. Eine Niederlage. Jetzt habe ich 3 Enttäuschungen. Das wussten wir ja schon. Gut, dann muss er da jetzt halt eben nochmal hingehen. Ich wollte es nur nochmal sicherstellen. Er hätte ja auch anbieten können, dass er irgendwie was baut oder so. Was soll er denn bauen? Gut. Aber macht er nichts. Das Ding ist halt, er landet ja auf Moos und wahrscheinlich kann man das Moos auch aufheben. Und ich habe halt gedacht, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, hier dann eine Verbindung zu bauen, dass man das Moos dann mitnehmen kann. Weil wir das ja auch brauchen. Aber dann lassen wir das Moos mal lieber da. Wie lief Leipzig? Endlich! Fragt mal einer. Ja, also wir waren jetzt ja dann trotzdem in Leipzig als Ersatz für die Leipziger Buchmesse. Haben im Prinzip das Absagen der Leipziger Buchmesse obsolet gemacht. Einerseits, andererseits. Weil es ist natürlich ein Unterschied, um mal der Kritik vorwegzugreifen, dass wir halt trotzdem in Leipzig gewesen sind, um Sachen zu verkaufen. Obwohl man ja alle zu Hause bleiben sollten. Es ist aber natürlich ein Unterschied, ob ganz viele Leute aus dem Ausland alle in einer riesigen Halle verbringen oder ob man halt in einem Comicladen ist, der eh offen hat und da kommen dann halt vielleicht 5 mehr Besucher als sonst irgendwo da gewesen wären an dem Tag. Es lief ganz gut für uns. Wir waren yes, 20 Kohle. Jetzt kann ich mit dem Gesicht reden. Dem mysteriösen Gesicht. Donnerstag waren wir im City Comics in Leipzig. Und es lief so gut, also die hatten wohl doch so viele Leute mehr im Laden, dass die dann gleich angeboten haben, das können wir jetzt ja jeden Monat machen. Aber es ist natürlich Quatsch. Weil es waren ja jetzt nur so viele Leute da, weil die Leipziger Buchmesse abgesagt hat. Wir haben aber natürlich gesagt, ja, man könnte das schon nochmal sowas wiederholen, aber nicht jeden Monat. Das macht nicht so viel Sinn. Springe jetzt einfach automatisch runter. Sauber. So, das Moos heben wir nicht auf. Wir gehen jetzt mal hier lang. Das Moos können wir aber mitnehmen. 6 Stück Moos. Hier geht's. Das ist die Spitzhacke! Das ist die Spitzhacke! Wo wir jetzt überall hingehen können. Zu dem Schatz, zu diesem Dings mit dem Pilz, zu dem Gesicht und da die Kristalle weg. Bin ganz aufgeregt. Hier ist das krasse Ding. Hier ging's weiter. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Krass. Da ist die Spitzhacke. Ja, Donnerstags, was ist hier los? Geheimnisse, geheimnisvolle Geheimnisse. Die Schönheit dieses Wasserfalls erinnert mich daran, warum ich es liebe, dem König zu dienen. Geil. Das ist schön. Hier wird es ja vielleicht auch gleich weitergehen. Ich würde mir aber erst die Spitzhacke holen. Erst die Spitzhacke holen oder erst nochmal hier weitergehen? Was meint ihr?
Ultimate Chicken Horse ist bei Switch übrigens im Angebot. Gönnt euch alle. Kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. Dafür müssten wir erstmal jemanden eine Switch besorgen. Sagt Sophia, echt. Hat nicht jeder eine Switch. Ich lümmel mich hier hin wie so ein Obdachloser. Die ganze Zeit. Weil ich vergessen habe, dass ich heute mit Bild live streame. Muss ich mich mal wieder kurz ein bisschen richtig hinsetzen. Aber ich glaube, ihr habt nicht meinen Schritt gesehen und den Penis, der so halbwegs rausguckt. Nicht mein Penis, ein Penis, der aber trotzdem aus meiner Hose rausguckt. Erst die Spitzhacke holen. Okay, machen wir. Let's holding the Spitzhacke. Gut, wir waren also im City Comics in Leipzig. Und es war gut, es lief gut. Natürlich hauptsächlich Stammkunden halt mal da gewesen. Vielleicht sogar mal so jemand, der uns noch nicht kannte. Und dann war es halt so, es waren ja noch, ich glaube, drei andere da. Drei andere Künstlerinnen. Und wir kamen aber irgendwie nicht dazu, über den Tag mit denen zu schnacken. Spitzhacke aufheben. Eine gute Spitzhacke, nützlich um Kristalle und Farbsteine zu ernten und durch die fragilen Wände zu brechen. Geil! Gut, dann gehen wir jetzt aber auch erst nach oben. Mal gucken, was dann oben ist. Hier geht's richtig viel weiter. Schön. So, und dann haben wir abends abgebaut. Und Autos konnten wir ja vor den Laden stellen, halt immer nur kurz. Und mussten dann alle Kisten rausgetragen. So, ich hatte die ganzen Kisten in meinem Auto. Ich bin dann immer durch den Laden gelaufen und dann zu meinem Auto. Und es stand schon ein anderes Auto da im Prinzip, so im absoluten Haltverbot. Auch mit Warnblinker an. Und da habe ich mir gar nicht so was dabei gedacht. Dann lief ich halt immer durch den Laden. Und der Besitzer vom City Comics, der schnackte dann auch ein mit einer der Künstlerinnen, die auch da gewesen war. Und immer wie ich so vorbeigelaufen bin, habe ich immer so geguckt. Weil die fand die ganz gut, sag ich mal. Hab dann manchmal so Blickkontakt aufgenommen, immer freundlich geguckt und die hat dann auch freundlich zurückgeguckt. Ich hab schon gedacht, ha, kannst du mal sehen, Fitness-Hugi oder was? Und hab dann meine letzte Kiste dann irgendwann ins Auto gebracht, abgeschlossen und auf einmal hörte ich, dass sie meinte, ja scheiße, wo ist denn meine Kasse? Und da hatte irgendjemand, während ich da immer vorbeigelaufen bin, oder vielleicht vorher, sie stand schon vorher da mit ihrem Auto, einfach hingegangen, Beifahrerseite, Tür aufgemacht. Anscheinend war das Auto auch auf gewesen. Oder es hat eben kurz einer aufgebrochen, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ihre Kasse da rausgenommen. Und jetzt habe ich natürlich Angst, dass die so meine, hey, ich finde dich ganz gut, Blicke, falsch interpretiert mit, na, der wollte bestimmt, er hat immer bestimmt geguckt, ob ich gemerkt habe, dass ich die Kasse geklaut habe. Dass sie das jetzt denkt. Da habe ich nur so geguckt. Jedenfalls sind wir dann schnell abgehauen, weil wir keinen Bock hatten, mit den Bullen zu sprechen. Weil wir wussten, die wollen uns dann was anhängen. Ne, wir hatten so ein bisschen Zeitdruck. Das kann man aufheben. Ein Stück Kreide. Jetzt kann ich den blassen Mond malen, der mir immer verborgen bleibt. Geil. Hier geht's bestimmt auch weiter. Hier können wir vielleicht direkt die Spitzhacke ausprobieren. Oder brauchen wir gar nicht, wenn man so durchgehen kann. Oder wir müssen es von der anderen Seite versuchen. Hey, wo geht ihr denn hin? Ah, da können wir hingehen. Das ist ja cool. Warte mal. Geh nochmal zurück. Da können wir hingehen. Also er geht da automatisch hin, wenn ich das anklicke. Da bin ich mal gespannt, wo das ist.
Falls der aber dann doch noch vor einer Sackgasse ist, will ich mir einmal den Ort hier merken. Weil ich ja eigentlich unten mit der Spitzhacke was machen will. Da muss er nämlich gleich nochmal hochgehen. Probieren wir mal aus. Ja, das war dann nicht so ein schöner Abschluss. Ne, wir sind dann abgehauen, weil wir konnten ja den eh nichts machen. Ich hatte auch nichts gesehen. Und Jochen ist auch dann 25 Mal da dran vorbeigelaufen an dem Auto. Da auch nichts gesehen. Tja, Leipzig ist halt eine Gangsterstadt. Kann man nichts machen. Chicken, wie hieß das Ultimate Chicken Horse? Ist ein sehr lustiges Multiplayer oft für Partyspiele-Spiel. Es lohnt sich definitiv. Wow, deine Flirtversuche enden immer im Chaos. Ja. Suboptimal. Suboptimales Ende des Tages. Naja, dann kam direkt die nächste schlechte Nachricht. Wir hatten ja in der Bar Rudi am Freitag dann eigentlich den nächsten Termin gehabt, aber wurde abgesagt aufgrund von Krankheit, nicht wegen Corona, sondern die waren halt, ich glaube, zwei der Betreiber von dreien oder so waren krank und dann haben sie gesagt, ah nee, einer ist alleine, das funktioniert nicht. Das Ding ist, ich will jetzt eigentlich hacken. Aber ich will eigentlich auch erstmal irgendwie gucken, wo er jetzt hingeht. Also warten wir es mal ab. Vielleicht geht er jetzt einfach nur oben einmal rum. Dann ist es wahrscheinlich auch eine Enttäuschung, dass er da hingegangen ist. Weil er unterbricht das sonst. Sobald der König erwacht, wird diese Schönheit auf immer verewigt werden. Warum? Ja, ich glaube, er geht einfach nur einmal im Kreis. Ah, gucken wir mal. Nee, oder auch nicht. Was passiert jetzt? Also doch, er kann da lang gehen. Da ist schon wieder Kohle. Ach nee, Moos wäre es gewesen. Moos brauchen wir auch, aber Moos geht ja nicht weg. Ich weiß genau, was passiert. Ich habe einmal geträumt, ich selbst sei der König. Was für ein wunderschöner Traum das war. Kann man hier hinten wohin gehen? Wahrscheinlich ja, ne? Das sieht aus wie ein Eingang zu irgendwas. Könnte sein, dass das nämlich eine Enttäuschung ist, wenn man hier hinten hingeht. Wir brauchen aber auch die Enttäuschung. Wir müssen mehr Enttäuschungen sammeln. Es ist wie das echte Leben. Viele Enttäuschungen sammeln. Darum geht's. Apropos Enttäuschung, Rudi Bar wurde abgesagt. So, das heißt, wir hatten den Freitag frei. Okay, wir können gleich wieder zurückgehen. Hier ist nichts. Okay, aber jetzt Kram aufheben. Ein Stück Moos, das hier ist ein Prachtstück meiner Sammlung. 13 Moos brauchen wir noch. Wir hatten also freitags nichts zu tun. Wir hatten aber einen Conhorn-Eintrag gemacht. Dave und ich, jeweils jeder einen, den wir dann aber eigentlich bei der Rudi-Bar hätten abgeben wollen. Das ging nicht. Das heißt, wir mussten uns verabreden, um das doch abliefern zu können. Und dann haben wir halt überlegt, was machen wir denn heute? Und das Erste, was wir morgens gemacht haben, war erstmal einkaufen. Dann haben wir uns natürlich auch, ich sag mal, das ein oder andere alkoholische Getränk. Ist hier ein Ausgang? Nein. Ist hier ein Ausgang? Nein. Das wird er ja anzeigen, schätze ich mal. Das ist überhaupt der größte Witz.
Jetzt sind wir in Leipzig gewesen, Leipziger Buchmesse wurde abgesagt. Wir waren dann in verschiedenen Lokalitäten. Ne, hier ist doch kein Weg. Das wird er ja dann anzeigen, ne? Ich bin jetzt nicht dran vorbeigelaufen, oder? Das ist, hier ist wirklich nichts. Sieht so aus. Manchmal, wir hatten schon mal so eine Stelle, wo es so aussah, als wäre es ein Ort, aber. Jetzt wäre es ein Durchgang, aber war. Ist hier wohl nicht. Hatten halt diese Ersatzveranstaltung, wo man dann ja trotzdem viele Leute in Anführungsstrichen getroffen hat. Aber den Tag, an dem wir den meisten Leuten und wahrscheinlich auch die meisten kranken Leute getroffen haben, war der eine Tag, wo wir mal im Kaufland waren. Weil da war dann nur wirklich viel los. Das heißt, alle Leute, die so normal in Leipzig wohnen, haben wahrscheinlich an dem Tag oder insgesamt wahrscheinlich einfach mehr Leute dann trotzdem getroffen. Oder die Kassiererinnen haben wahrscheinlich mehr Leute getroffen, als wir durch unsere trotzdem nach Leipzig-Aktion. Naja. Egal, trotzdem, jetzt müssen wir immer zu Hause bleiben. Hier gibt es 2 Moos und eine Kohle, krass. Irgendwann müssen wir das wahrscheinlich dann alles nochmal abgrasen und nochmal das ganze Moos suchen. Warte. Ja, geh da hin. Ah, manchmal ist er aber auch. Echt picky, ey. Dann habe ich 3 Sekunden Zeit, um das blöde Moos aufzuheben. Jetzt habe ich 22 Sekunden, aber da ist Moos. Ich sehe das. Na, heb's doch auf, Mann! Gut. 10 Moos. Jetzt wird erstmal geil gespitzhackt. So, dann haben wir uns das ein oder andere alkoholische Getränke gekauft und haben uns dann verabredet, die Conhorn-Anträge abzugeben im zeitgenössischen, ja, war es jetzt zeitgenössisches Museum? Oder, ich glaube ja. Jedenfalls ein Museum. Hacken. Jetzt wird gehackt. Dieser Kristall ist sehr hart. Es wird eine Weile dauern, ihn abzuschlagen. Oh nein! Wie lange denn wohl? Sieben Wasserfucker, ey. Das ist doch nicht der Ernst, ey. Ich fass es nicht. Ist das euer Ernst, oder was? Mann. Ich brauche doch hundertprozentig für das Gesicht oder für irgendwelche anderen Stellen auch noch wieder Kristalle. Da kann ich hier stundenlang fucking Kristalle klopfen, oder was? Ich habe die Rechnung ohne die Entwickler gemacht. Ich habe so also gedacht, naja, spielt man immer nur mal ab und zu und so. Und dann wird das schon. Aber jetzt sowas. Jetzt artet es, glaube ich, doch noch in Arbeit aus. Hat einer auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe zu hacken? Es wird eine Weile dauern. Ich hoffe, ich brauche nicht so viele Kristalle. Naja, haben wir uns schön Alkohol gekauft, haben gesagt, heute dann treffen wir uns am Museum und dann gehen wir schön ins Museum. Und dann haben wir uns morgens beim André schön einen reingedreht. Ich sag nur Sekt mit Wodka und Energy Drink. Wie so richtige Assis. Schön einen angezwirbelt. Und dann nach Leipzig in die Innenstadt. Und dann wie pöbelte Assis durch das Museum gelaufen. Nein, wir waren ja ganz höflich natürlich trotzdem. Wir waren eigentlich nicht wirklich betrunken.
bisschen gute Laune haben wir gehabt. Weil im Museum gab es ja dann nichts mehr zu trinken. Aber wenn es im Museum was zu trinken geben hätte, dann weiß ich nicht, was dann noch passiert wäre. So waren wir einfach nur sehr interessiert an den Inhalten. Hauptsächlich ging es um deutsche Wiedervereinigung, beziehungsweise wie es so im Osten war. Ich bin nicht sehr weit vorangekommen. Na, danke. Dann gibt es noch kleinere Kristalle. Eigentlich müsste die Zeit ja schneller vergehen, weil ich dem Schatten so eine interessante Geschichte erzähle. Das ist aber auch der letzte Ort schon wieder, oder? Ah ne, wir haben jetzt die Spitzhacke. Wir können dann ja noch an verschiedene Stellen hinkommen können. Jetzt weiß ich auch, warum man... Ne, das Moos hat 3 Wochen gedauert. Also das macht schon zeitlich Sinn, beziehungsweise 2 Wochen. Ich wollte gerade schon sagen, warum man hier zuerst hingekommen wäre. Naja, dann sind wir halt im Museum. Da haben wir dann so den Tag verbracht und haben abends dann noch die liebe Anna Backfisch Backhausen und ihren Boyfriend besucht, Jonas. Und haben dann noch so ein bisschen Spiele gespielt. So haben wir halt den Freitag verbracht. Und Samstag war dann ja im Bayerhaus. Eigentlich wären wir, da hätten wir uns aufteilen müssen. Team 1 wäre in Bar Rudi gefahren. Team 2 wäre zum Bayerhaus gefahren. So sind wir dann halt alle zum Bayerhaus gefahren. Was auch ganz gut war, denn Samstag im Bayerhaus war tatsächlich verkaufsstärkster Tag. Da lief es dann schon sehr gut. Da haben wir im Prinzip das Geld reingeholt. Aufgrund der sehr geringen Standkosten. Das ist so halbwegs jetzt... Ich komme voran, aber ich bin noch nicht einmal zur Hälfte fertig. Aber das heißt, er ist fast zur Hälfte fertig, würde ich sagen. Wo wir dann so... Naja, was heißt... Wir hatten halt so ein Ziel, was wir an Umsatz haben müssen... dass es sich gelohnt hat, überhaupt hinzufahren, dass man sagen kann, ja, wir konnten die Buchmesse so ein bisschen auffangen. Vorausgesetzt natürlich, wir kriegen die Standkosten für die Buchmesse zurückerstattet, was bis jetzt noch nicht passiert ist. Aber es klappt bestimmt vielleicht schon. Dass wir es zumindest nicht ersetzen konnten jetzt durch unsere Aktion, aber zumindest... so auffangen konnten, dass es nicht das Aus für den Verlag bedeutet. Wir konnten den Verlag nochmal retten, gerade so. Hauptsächlich wirklich durch den Samstag. Der Donnerstag lief auch gut, aber der Samstag, das war schon nicht schlecht. Da kamen schon mal einige und haben dicke Pakete gekauft. Natürlich, die Neuerscheinungen gingen ganz gut weg. Aber ich glaube, wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, ich habe vielleicht sogar am meisten Teddy Boys Law verkauft. Aus irgendeinem Fahrenscheinen, den merkwürdigen Grund. Keine Ahnung, komisch. Das bedeutet, ich muss jetzt mal Teil 2 endlich fertig storyboarden. Ich habe schon angefangen. Aber, naja, mal gucken. Es ist ja die Frage, wann überhaupt jemals wieder eine Convention sein wird. Wir rechnen ja aktuell alle damit, dass Dokumi auf jeden Fall auch abgesagt wird. Und wahrscheinlich auch Comic Salon in Erlangen, was auch scheiße wäre. Togumi wäre wahrscheinlich nicht mehr so schlimm. Vorausgesetzt, wir kriegen die Standkosten zurückerstattet, weil viel Umsatz machen wir für Togumi eh nie. Es läuft ja eh immer scheiße. Und es läuft halt eben gerade so gut, dass du die Standkosten gerade so reinkriegst. Und wenn du dann keine Standkosten hast, dann ist halt nichts. Wäre dann nur schade, weil wir dann nicht den Spaß mit euch haben könnten, falls jetzt einer zukommt. Der manchmal auch schon auf der Dokumi war. Ich glaube, ich bin bei der Hälfte. Geil. Es stehen ja auch nur noch hunderte von Kristallen rum. Wenn ich jetzt einfach ausmachen würde, würde er dann weiterhacken? Weil ich jetzt gerade so überlege, wenn er so lang für den Kristall hier braucht, wie lang braucht er dann erst für die Stellen, wo so brüchige Wände und sowas sind? Für die soziale Interaktion treffe ich meine Alko und so. Das wäre natürlich schade, wenn das nicht stattfinden würde. Aber verkaufsmäßig wird nicht so schlimm.
Comic-Salon wäre eben auch schlimm, auch hauptsächlich wegen dem sozialen Gefüge, Gedöns. Aktuell rechnen wir am meisten damit, dass es zu Konichi, dass das die erste Convention ist, die nicht abgesagt wird. Aber noch ist nichts bestätigt, wir wissen noch nichts. Ich bang ja auch ganz viel um Festivals dieses Jahr. Ich bin ja eigentlich auf 3 Festivals. Wer weiß, ob die jetzt stattfinden. Gut, dass ihr das mir schreibt, wie lang die Zeiten sind, die das jetzt gebraucht hat. Der Ton ist heute irgendwie schlecht. Normalerweise erstatten Veranstalter alles zurück. Naja, die Konichi hat jetzt vor kurzem erst ihre AGBs geändert, wo sie noch irgendwie eine Woche vorher absagen, also ungefähr so irgendwie sowas, wo sie halt noch kurzfristig absagen können, ohne dass sie dann was zurückerstatten müssen. Aber noch irgendwie, also 2 Wochen vorher, wenn sie dann noch absagen, dann erstatten sie noch zurück, wenn sie eine Woche vorher absagen, dann irgendwie nicht mehr. Also haben sie jetzt halt sowas angepasst. Also die Leute sind ja nicht bescheuert. Die ändern jetzt halt einfach ihre AGBs, dass sie dann zur Not eventuell nichts zurückzahlen müssen. Weil die müssen natürlich auch immer gucken, wie jeweils... Die wollen ja auch nicht auf Kosten sitzen bleiben. Wenn es jetzt die schon irgendwas bezahlen müssen, dann brauchen sie natürlich trotzdem das Geld. Naja. Warten wir mal. Der Ton ist irgendwie schlecht, aber warum? Eigentlich ist alles normal eingestellt. Hat Dave eigentlich auch Patreon oder sowas? Ich habe bei dir gestern mal meinen Beitrag erhöht. Aber warum denn? Ich habe hier die letzten 6 Monate gar nicht meinen Soll erfüllt. Es sollte eigentlich immer einen Bonus-Comic geben, jedes Monat. Das ist ja gar nicht stattgefunden. Mal meinen Beitrag erhöht. Dafür, dass ich auch vielleicht eine Weile... Dafür, dass ich euch vielleicht eine Weile nicht mehr so sehe. Ich würde ihn bzw. den Verlag auch gerne noch unterstützen. Es knistert sehr. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist alles richtig eingestellt. Sophia hat gesagt, ist gut. Ich kann vielleicht mal alles ein bisschen leiser drehen, dass ich... Vielleicht übersteuere ich ein bisschen. Ich guck mal eben. Augenblick. Mach mal das Spiel ein bisschen leiser. Und dann mache ich mich selbst auch ein bisschen leiser. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr so übersteuern. Ja, das sieht ganz ein bisschen besser aus. Endlich, der Kristall ist abgebrochen. Geil. Na, geh doch hin. Nicht hacken, aufheben. Ein Kristall. Eine Pein, ihn zu ernten. Aber er macht sich sehr angenehm. Dieser hier kommt sofort zu Hause an die Wand. Okay, aber... Jetzt ist die Frage. Soll ich hier... jetzt erstmal stundenlang weiterhacken? Oder soll ich erstmal wohin gehen, wo man die Hacke eventuell auch noch gebrauchen könnte? Wo es vielleicht interessanter wäre, mal zu gucken. Was ist das denn für ein Bild? Ach so, ich weiß, was ich vorhin gespeichert habe. Hier ging es nicht weiter, hier ging es nicht weiter. Da bei dem Schatz würde ich ja auch mal gern gucken. Hier konnte man ja auch hacken. Beziehungsweise hier bei dem Pilz konnte man, glaube ich, auch mit der Spitzhacke weiter. Gucken wir erstmal beim Pilz. Und dann hacken wir vielleicht später nochmal weiter. Je nachdem, wie viel Zeit wir nachten haben, wenn wir ein paar Geheimnisse erforscht haben. Dave jedenfalls, um die Frage zu beantworten, Sophia hat Patreon. Er pflegt das nicht, er verlinkt das nicht, er hat's, aber...
Also ich schätze mal, irgendwo wird das jetzt mal verlinkt haben. Spätestens bei Twitter oder bei Facebook oder so. Oder du musst bei Patreon mal nach David Fileggi suchen. Ich glaube, über YouTube hat das auch verlinkt. Also der hat auf jeden Fall Patreon. Ja, ich muss mal mein Patreon wieder ein bisschen besser bestücken. Ich überlege, ob ich es ändern soll, das Videoangebot, dass ich eventuell einfach nur mal einen Patreon-Livestream mache. Oder sowas wie das, was mein Lieblings- oder der einzige Streamer, den ich das muss, dürfen wir nicht mitnehmen. Was mein Streamer macht, den ich immer angucke, der macht immer, Leute können Fragen stellen bei Patreon oder bei Discord, glaube ich. Und dann macht er immer einmal im Monat, oder mittlerweile, weil sehr viele Fragen reingekommen sind, fast einmal in der Woche, ein Livestream, wo der nur diese Fragen beantwortet, wo es nur darum geht, Patreon-Fragen zu beantworten. Das wäre vielleicht dann nochmal was. Weil wenn ich jetzt hier mal Livestreams mache, dann habe ich nichts mehr zu erzählen in den Videos. Die Videos sind ja eigentlich immer dazu da, dass ich da Sachen erzähle, die noch so geheim sind. Und jetzt habe ich nämlich letztens habe ich ein paar Videos aufgenommen. Dann habe ich die, weil ich dumm bin, nicht freigeschaltet, dass die Patreons das angucken können. Und habe mittlerweile fast alles davon erzählt. Im Livestream. Naja. Aber die Comics lade ich jetzt demnächst mal hoch. Also ich habe mir gedacht, ich lade vielleicht einfach mal ein Kapitel Martin hoch. Da könnte die Leute, die es interessiert, mal das Martin-Kapitel lesen. Obwohl das ja auf Deutsch ist. Eigentlich sollten die Comics auf Englisch sein. Aber ich habe eh keine englischen Follower. Also, naja. Tja, irgendwie sowas. Ich habe sogar ein paar Bonus-Comics gezeichnet für Patreon, die ich auch nicht hochgeladen habe. Einfach, weil ich irgendwie keine Zeit hatte, mich um Patreon zu kümmern. Schwierig. Schwierig. Aber Sophia, du kannst auch statt Patreon von mir aus einfach ein paar von unseren Comics kaufen, die du noch nicht hast. Wir haben nämlich jetzt, das müsste ich nämlich nochmal erfragen, aber Definium Press hat jetzt ein Online-Formular. Die Webseite ist immer noch in Arbeit, dass man dann geil bestellen kann. Aber wir haben jetzt ein Online-Formular, über das man auch sehr einfach Comics bestellen kann. Was eigentlich hauptsächlich aber dazu dient, dass Leute, die jetzt nicht nach Leipzig kommen konnten, signierte Comics und vor allen Dingen signierte Neuerscheinungen kriegen. Wir haben nämlich am Sonntag ganz viel Bücher signiert und die könnt ihr dann demnächst bekommen über dieses Online-Formular. Das werde ich dann auf Twitter und den anderen Kanälen aber verlinken, wenn es soweit ist. Gut, dass du mich dran erinnert hast. Keine Übersteuerung. Kann dir Hugi dann nicht einfach dein PayPal geben? Über Patreon geht einiges verloren. Wirklich so viel? Die Steuern werden doch, soweit ich weiß, mittlerweile von den Spendern getragen. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Patreon auch nicht so richtig aus. Das ist mir klar, dass ich das dann bestellen kann. Werde aber auch noch das auch noch machen. Das eigentlich ist das auch noch hier. Du bist einfach zu gut zu uns. Womit haben wir das noch verdient? Du bist doch bald arbeitslos. Das geht doch nicht. Ja, dann weiß ich nicht, warum der Ton so schlecht ist, aber weiß ich nicht. Aber das ist das Mikrofon. Er steuert das Mikrofon auch an. Und das Mikrofon funktioniert auch. Also, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wir haben nämlich am Wochenende auch Podcasts aufgenommen. Und da hatte André das Mikrofon kurz in der Hand. Und es hat jetzt schon Wackelkontakt, habe ich vorhin festgestellt. Wahrscheinlich hat André es halt kaputt gemacht. Ist ja klar. Wer soll es sonst gewesen sein? Nee, ja, ich will das Mikrofon jetzt nicht so doll anfassen.
Weil... Wegen dem schon besagten Wackelkontakt. Aber na, ich guck jetzt einfach nochmal. Ich könnte höchstens... das noch runterdrehen. Dann wird es noch ein bisschen... glaube ich, besser. Ja. So könnte es eventuell noch ein bisschen besser sein. War da irgendwas? Warte. Ich habe doch gesehen, dass hier was lag. Na, egal. Also, wo wollten wir denn jetzt hingehen eigentlich? Zu dem Pilz, ne? Ich werde dem Ort einen Besuch abstatten. Ja, der Samstag lief gut. Abends waren wir... Ach, die Zeitung war da. Der Leipziger Volksverhetzer. Volksvertreter heißt es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja mit Leipziger Zeitung nicht so gut aus. Hat so ein bisschen interviewt. Hatte, glaube ich, eine gute Zeit. Ich hoffe, es wurde positiv darüber berichtet. Nix mitgekriegt. Keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht so mitgekriegt, was hier dann so los war. Ich weiß ja, dass viele Livestreams stattgefunden haben. So für Leute, die nicht zur Buchmesse gehen konnten, nicht wollten, konnten sich dann halt Livestreams mit verschiedenen Künstlern und sowas angucken. Also ein bisschen Ersatzprogramme und Lesungen und sowas. Nix von mitgekriegt. Habt ihr da was von gesehen? Das war bestimmt vielleicht ganz gut. Was haben wir denn samstags abends noch gemacht? Donnerstags waren wir abends nur bei André. Da haben wir The Witcher Podcast aufgenommen. Freitag waren wir bei Anna Backfisch zu Hause. Samstag, ah ja, sind wir essen gegangen. Im, weiß ich nicht, Deutsches Haus oder irgendwie so hieß das. Oder Thüringer Spaßkaserne, irgendwie so. Wo es deutsches Essen gab. Mein Essen war nicht so geil, ehrlich gesagt. Alle waren begeistert. Hallo, das ist das beste Essen auf der Welt. Und ich immer so, leider nicht so geil. Ehrlich gesagt, relativ teuer. Ja, weiß ich nicht. Bisschen vielleicht war. Ah, hier sind wir. Da sind wir. Geh jetzt direkt dahin, wo wir hingehen sollen. Haken. Dieser seltsame schwarze Kristall fehlt noch in meiner Sammlung. Ich werde versuchen, ihn aus der Wand zu schlagen. Ach, das ist ein. Ich dachte immer, das wäre ein Pilz. Ich bin nicht sehr weit vorangekommen. Geht es unterschiedlich schnell? Ich komme voran, aber ich bin noch nicht einmal zur Hälfte fertig. Naja, es geht auf jeden Fall schneller als die Weißen. Bin ich mal bei den Roten gespannt, wie schnell das geht. Die sind ja auch noch da. Ja, aber mein Essen. Mein Essen war nicht so geil. Ich hatte Lammhaxe, die war okay. Und dann war ja aber nur noch so halt die braune Soße und so ein bisschen Pilze hatte ich noch und zwei Klöße. Und das war halt so okay, das war so normal, aber ich habe so gedacht, ja, aber das kostet ja ganz schön viel Geld. Und dafür ist es halt auch nicht geil. Irgendwie ein bisschen sehr salzig. Geil. Endlich, der Kristall ist abgebrochen. Aufheben. Ein Kristall. Ein Kristall. Eine Pein, ihn zu ernten, aber es macht sich sehr angenehm. Dieser hier kommt sofort nach mir nach Hause an die Wand. Gut. Ich habe ja gedacht, man könnte jetzt eventuell noch hier an der Wand hacken. Stimmt aber nicht. Gut. Dann könnten wir zu dem König gehen, zu dem Dings, um da Kristalle abzuernten. Wir können aber auch erstmal hier hingehen, in den Raum. Da konnte man nämlich auch was mit der Spitzhacke machen, das weiß ich noch. Ein kleiner Spitzhacke kann nicht schaden.
Ach so, Hugi, ihr arbeitet dann weiter, oder? Homeoffice funktioniert ja schlecht. Ja, habe ich am Anfang schon erzählt, kann ich ja nochmal wiederholen. Wir haben eine. Über WhatsApp hatte mein Chef uns geschickt, so ein paar Anweisungen, dass alle das mitkriegen. Und diese Anweisungen machen im Prinzip das Arbeiten unmöglich, wir sollen aber trotzdem zur Arbeit kommen. Es ist so, wir dürfen nicht mehr mit Kollegen zusammenarbeiten, keine Mittagspause mehr zusammen machen, keine Kaffeemaschine mehr benutzen mit den anderen. Wir dürfen halt nicht mehr zusammenarbeiten, was wir aber müssen für bestimmte Arbeiten. Es geht einfach nicht anders. Manche Sachen kannst du halt nicht alleine machen. Was war noch? Autos, wenn wir Autos benutzt haben, müssen wir immer danach das desinfizieren, dürfen natürlich nur alleine in den Autos fahren. Wir dürfen nicht mehr mit irgendwelchen Fremdfirmen zusammenarbeiten, was halt auch nicht geht. Das muss ja irgendwie sein. Keine Lieferscheine und sowas mehr unterschreiben. Sollen wir alles sein lassen? Und ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, direkt darauf zu antworten, aber die ganze Kacke dürfen wir noch anfassen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber naja. Ja, irgendwie müsste ich jetzt wohl morgen trotzdem zur Arbeit kommen. Heute bin ich ja noch nicht arbeiten gewesen, heute hatte ich nur Urlaub. Keine Ahnung, wie das denn ist. Wahrscheinlich, jeder arbeitet so für sich allein. Und ehrlich gesagt, man kann halt so ein paar Sachen alleine machen. Aber wenn das jeder macht, dann ist man auch nach einem halben Tag fertig. Das heißt, die Hälfte des Tages hängen wir dann so rum. Aber jeder irgendwo in einer anderen Ecke. Ja, mal gucken. Und meine Frage ist ja jetzt auch, das Ding mit dem Zuhause bleiben und so. Viele Leute, die machen ja jetzt einfach Homeoffice, obwohl die keinen Kontakt mit, oder wahrscheinlich mit keinen Kontakt mit irgendwelchen Leuten hatten. Und wir haben jetzt ja ständig Kontakt. Also eigentlich müsste ja für jeden das mal irgendwann gelten, dass der mal 2 Wochen zu Hause bleiben soll. Ja, keine Ahnung. Also ich muss halt einfach weiterarbeiten, so wie alle anderen. Das habe ich auch am Anfang schon gesagt. Jetzt bricht die Apokalypse aus. Alle Leute sterben. Die einzigen Leute, die überleben, sind die, die Homeoffice machen durften. Halt so Büroleute. Leute, die nur im Büro arbeiten. Und die ganzen krassen Leute. Leute, Einzelhandel, Leute, Handwerker, Leute, die draußen arbeiten und Polizisten. Die Leute, die in der Postapokalypse wirklich was reisen würden, die sind alle tot. Naja, stirbt ja keiner so richtig an dem Virus. Außer halt diese Risikoleute. Und um die geht's ja, die zu schützen. Ja, ich besuche ja niemanden, der alt ist. Wenn ich irgendwie unterwegs bin auf der Arbeit und dann kommt irgendwie eine alte Oma, die möchte irgendwas wissen, dann laufe ich einfach ganz schnell weg. Schlag ihr erst ins Gesicht, lauf ganz schnell weg, damit ich nicht mit ihr reden muss und sie eventuell mit irgendwas anstecken kann. Ja, André wieder. André hat das Mikrofon kaputt gemacht. Jetzt klingt's gut. Gut. Dann habe ich sie jetzt wieder besser eingestellt. Danke übrigens an Barnaby Bonbon Bun und Fluff Jika, die bevor der Stream losging hier zu den Followern dazugestoßen sind. Vielen Dank fürs Folgen. Übrigens ist das hier der krasse. Und hier sind rote Kristalle. Gehen wir dann gleich hin. Erstmal zu der Windschutzscheibe, wo der Schatz hinter ist. Ich habe mir heute keine Uhr gestellt. Ich weiß dann gar nicht, wann es spät genug ist. Ich muss mal ein bisschen auf die Dings gucken. Was wollte ich jetzt sagen? Vergessen.
Tja. Ja, im Prinzip bin ich jetzt so ein wandelndes Risiko für die Bevölkerung, indem ich immer durch die Gegend laufe. Tja. Haken. Haken! Der Schatz ist hinter einer nahezu undurchdringlichen Scheibe aus Kristallglas. Nicht, dass ich viel damit anfangen könnte. Haken! Ich könnte versuchen, das Glas mit einer Spitzhacke einzuschlagen. Sicherlich eine schlechte Idee. Trotzdem versuchen. Nein! 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 Das kann doch nicht sein! Ohne Scheiß, ich hab vorhin noch gedacht, wo wir die Hacke gekriegt haben, dann passiert irgendwie sowas, dass ich die nur für 3-4 Sachen benutzen kann und dann ist die weg. Und jetzt, wo er gefragt hat, habe ich halt gedacht, weil jetzt das vorhin so lange gedauert hat, habe ich halt nur gedacht, ja, das dauert dann bestimmt so 3 Tage oder so, bis er durch die Dings durchkommt. Aber dass jetzt die fucking Hacke kaputt geht, wir haben doch keinen, sonst die ganzen Kristalle. Was ist denn, wenn ich jetzt, muss ich jetzt neu anfangen? Was ist denn, wenn ich jetzt woanders hinkomme, wo ich auch nochmal eine Hacke brauche? Ja, woher soll ich denn wissen, dass das an der Scheibe dann kaputt geht? Ich dachte halt einfach, das dauert dann nur ganz lang. Ja. Hat sich das also erledigt mit den Kristallen? Haben wir halt nur einen schwarzen und einen weißen Kristall. Da haben wir 23 Stück Kohle. Nun, ich hoffe, wir brauchen die Hacke nicht mehr. Für irgendwas Relevantes. Ich hätte schon gerne noch welche gehabt. Ey, das gibt's doch nicht, so eine Scheiße. Es war ja, das Ding war ja, das war ja eine normale Hacke. Vielleicht gibt's ja noch eine bessere Hacke, die man später noch finden kann. Man will ja noch träumen dürfen. Fuck, ey. Vielleicht ist jetzt das ne. Was können wir denn jetzt noch machen? Da sind wir gewesen. Raum der Unendlichkeit. Brauchen wir nicht hin. Ja, dann können wir jetzt eigentlich nur noch mal zu dem Gesicht zurückgehen. Und Fragen beantworten. Scheiße, ey. Die Hacke. Ich hab mich so gefreut über die Hacke. Und jetzt ist die weg. Wenn ich jetzt so safe scammen könnte, würde ich es machen. Aber geht ja nicht. Ich habe ja keine Option. Das speichert ja einfach automatisch. Das läuft ja auch nur durch. Es gibt noch andere Hacken. Sagst du. Weißt du das? Oder meinst du das einfach nur so?
Wenn du es weißt, nicht spoilern. Ansonsten ist es auch vielleicht nur nett gemeint gewesen. Na, ist die Kohle weg. Höchstens Spielstand vorher rauskopieren, sodass er nicht überschrieben werden kann. Ja, theoretisch, aber in dem läuft ja die Zeit auch immer weiter. Ja, okay, gut. Dann kann ich ja trotzdem zurückgehen, dann ist die 2 zwar trotzdem weitergelaufen, aber dann hätte ich denn die Hacke noch. Ja. Ach, naja. Ist halt blöd. Das wäre jetzt der Inhalt des Streams gewesen, wie ich hacke. Ja, jetzt ist es ja wahrscheinlich so. Jetzt komme ich ja dann nur erstmal an dem Wasserding weiter. Das heißt, ich muss erstmal wieder Pause machen. Und ich weiß halt nicht, wie lange das noch dauert, bis das Wasserding vollgelaufen ist. Das ist schon echt so eine Journey, das Spiel. Also, das gefällt mir schon gut irgendwie. Das ist halt so, das macht halt irgendwie was mit einem. Weil du halt diese lange, du hast halt dieses lange Ding vor dir. Du weißt halt nicht, was kommt, aber es passiert ja dann doch immer noch mal was. Ja, hacken, schön wär's. Ich weiß nicht mal, wie lange die dauern würden. Hallo Gesicht, wie geht es dir? Es geht mir gut. Wie geht es dir? Schlecht, ich habe meine Hacke verloren. Kannst du mir mit diesen Gedanken weiterhelfen? Wie kann ich die Dunkelheit überwinden? Ich werde dir meine Weisheiten anvertrauen, aber ich verlange zuerst eine Gabe. 20 Kohle geben. Ich habe momentan 24 Kohle. Alle wollen immer nur Kohle. Der Weg zum Licht wird von tiefer Dunkelheit versperrt. Du wirst sie nur überwinden, wenn du lernst, selber zur Dunkelheit zu werden. So wirst du ihr zum Unsichtbaren. Aber du wirst dies nur erreichen, wenn du in bewusster Einsamkeit tief, tief in deinen Geist vorstößt. Aha. Jetzt ist die Frage, der Schatten hat sich beim letzten Livestream, hat er sich die Sachen, diese Fragen selber schon mal gestellt. Und da meine ich, dass ich nämlich für den Schatten praktisch den Gedanken gefasst habe, ist es schlauer, statt das Licht in die Dunkelheit zu bringen, selber zur Dunkelheit zu werden. Habe ich jetzt aber nur gut geraten oder sagt das Gesicht nur das, was ich eh denke, was richtig ist? Warum habe ich nicht eine Enttäuschung mehr bekommen? Ich meine, ich bin durch die fucking Spitzhacke habe ich verloren. Das zählt sogar für 2 Enttäuschungen eigentlich. Okay, kann ich noch nicht beantworten. Was passiert nach den 400 Tagen? 20 Moos geben, ich habe 10 Moos. Tja, und jetzt? Ich kann noch mal versuchen, ein bisschen Moos zu finden. Ich weiß, dass hier, glaube ich, noch Moos war. Die fucking Spitzhacke, ey, ich fasse es nicht. Wenn ich jetzt Stardew Valley hätte, dann könnte ich ihm die Hacke geben. Tja. Nicht einmal genug Enttäuschung bekommst du. Ja. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Erst fällt die Buchmesse aus und jetzt ist auch noch meine Hacke kaputt. Gut, nun. Ja, ich würde sagen, wir laufen noch ein bisschen rum, versuchen noch Moos zu finden. Und ansonsten, wie spät ist es denn jetzt?
Ja. 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so hätte ich ja noch gemacht. Man könnte noch mal eine halbe Stunde Stardew Valley spielen. Ansonsten. Ja, ach ja, apropos. Ich wollte eigentlich vor der Buchmesse, Ersatznummer, eigentlich schon die ganze Stardew Valley Livestreams hochladen, aber irgendwie wollte YouTube nicht. Da hat es einfach nicht gemacht. Irgendwie sperrte das. Und ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, woran es liegt. Aus irgendeinem Grund, obwohl es Quatsch ist, kann YouTube nicht die Livestreams hochladen, die ich direkt von Twitch runtergeladen habe, obwohl das einfach ein MP4-Format ist und YouTube normalerweise MP4-Format verarbeiten kann. Auf jeden Fall lädt er die Livestreams nicht, die Videos dann nicht hoch. Ich kann aber, es macht eigentlich nicht viel Sinn, aber was ich machen kann, ist halt, die halt nochmal neu rauszurendern mit dem Schnittprogramm. Theoretisch würde ich ja dann, also zum Beispiel bei The Longing habe ich das ja gemacht, weil ich den geteilt habe in der Mitte, weil ich da die Zeit, wo ich irgendwie 10 Minuten Pause gemacht habe, nicht mit unbedingt in den Livestream reinpacken wollte. So habe ich es nämlich rausgefunden, dass das funktioniert. Das ist natürlich, ja, es macht mir eigentlich nur ein bisschen sinnlos mehr Arbeit, aber gut. Egal, dafür sind dann die Livestreams dann irgendwann mal da. Oh, hier ist Moos. Ist das eine Metapher? Dass man Kohle und Moos finden muss, um das gegen was einzutauschen. Und Enttäuschung, aber vor allem Kohle und Moos, weil wegen ohne Moos nichts los. Weil es ja auch für Geld steht und Kohle steht auch für Geld. Aber, oder ist es zufällig? Ist es ein komischer Zufall in Deutsch? Weil in ich weiß nicht, ist es in England, sind das auch Synonyme für Geld? Moos und Kohle? Schon komisch. Viel mehr wüsste ich auch gar nicht, wo Moos noch ist. Ach, das hatte ich schon abgeerntet. Fuck. Ja, Samstag waren wir essen und dann haben wir noch einen Podcast aufgenommen mit Special Guest, den ich jetzt noch geheim halte, wer unser Special Guest an dem Abend war. Ganz schönes Thema eigentlich, da ging es um Fantasy-Filme, beziehungsweise, ja doch, eigentlich ging es um Fantasy-Filme unserer Kindheit, also alles vor Harry Potter. Und es nahm dann immer so eine Horrorfilm-Wendung, weil wir festgestellt haben, dass viele frühere Fantasy-Filme für Kinder super gruselig waren. So Unendliche Geschichte oder Beetlejuice, Nightmare Before Christmas. Wenn du das überhaupt als Kinderfilme alles erzählen willst, aber irgendwie waren es ja schon Filme, Fantasy-Filme für Kinder. 7 Moos noch. Noch 7 Moos. Kommt nochmal Moos. 6 Moos noch. Vielleicht finden wir ja 20 Moos. Wenn wir jetzt eh nicht mehr dahin zurück können, wo die Dings ist, dann würde ich sogar noch den Moos da mitnehmen. Wir können da ja jetzt eh nichts mehr machen. Versteht ihr? Der Raum, wo man runterspringen muss. Da ist ja nur noch weiße Kristalle. Da, wo wir die Hacke im Prinzip gefunden haben. Ich habe immer gesagt, das eine Moos müssen wir uns aufheben, damit wir in den Raum immer zurück können. Aber jetzt, wo wir eh keine Hacke mehr haben, ist das irgendwie irrelevant. Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, 19 Moos zu finden, dann würde ich das Moos auch noch mitnehmen. Aber so erstmal nicht. Ein Stück Moos. Schon jetzt macht es mich glücklich. Ja. Drei Stück noch. Jetzt können wir mal überlegen. Wo könnte denn noch Moos sein? Es ist ja eigentlich immer da, wo Wasser ist.
Das heißt, wenn wir hier durchgehen, vielleicht nochmal welches. Hier ist ja welches gewesen. Ansonsten, vielleicht ist hier Moos. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo nochmal so Wasserhöhlen-mäßig was am Start war. Vielleicht aber auch generell, wir gehen mal einfach nochmal raus in einem der nächsten Räume. Das könnte ja auch sein. Feli geht schlafen. Gute Nacht, Feli. Feli fragt immer, wer sich auf Animal Crossing freut. Schon jetzt das zweite Mal. Keine Antwort darauf. Alle hassen Animal Crossing. Nein, ich glaube, es freuen sich sehr viele auf Animal Crossing. Aber ich mache jetzt Stardew Valley. Das ist das Animal Crossing für Leute, die keine Nintendo Switch haben. Die Hacke. Gut, gehen wir hier mal rein. Sophia hat auch keine Geduld für Animal Crossing. Ja, ich habe gar keinen Bezug zu Animal Crossing. Hier ist doch bestimmt nochmal drei Moos. Ich stelle mir Animal Crossing halt super langweilig vor, während ich aber gleichzeitig dieses Spiel hier spiele. Aber ich meine, was für krasses Erlebnis das jetzt war. Das ist halt Storytelling par excellence. Erstmal dauert es ewig lang, bis du die fucking Spitzhacke kriegst. Du weißt, du brauchst die. Dann wird dir gezeigt, wie lang das dauert, um irgendwas damit zu erreichen, aber wie wichtig das wahrscheinlich für dich ist. Und dann nimmst du die fucking Spitzhacke einfach wieder weg. Da ist doch nochmal Moos. Na, nimm's doch. 20 Moos! Ist hier noch mehr Moos? Weil dann nehmen wir das schon mal mit. Was man hat, hat man. Es wächst ja nach. Nachwachsender Rohstoff. Gut. Ich gehe nochmal in die andere Richtung. Ein Stück Moos. So weichen mir die Gedanken an die Einsamkeit. Ich habe quasi Live-Spiel. Man kann sich durchpowern wie bei anderen Spielen. Erst ausprobieren und dann urteilen. Mir geht's so mit Puzzeln. So, jetzt wirklich gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Ja. Ach, vielleicht ist Animal Crossing ja ganz gut. Ich spiele das dann im Livestream, wenn es dann keinen mehr interessiert. Ich strecke mal kurz mein Bein aus. Moos, Moos, Moos. Alle brauchen wir Moos. Wir laufen durch die Höhle und finden das Moos. So, hier, das ist der Raum. Das ist jetzt voll. Wir können es ja nochmal ausprobieren. Vielleicht reicht es ja jetzt. Vielleicht wollen wir nur eine Stunde. Aber wäre nochmal Moos gewesen. Eine Stunde zu früh da. Nun kletter da hoch! Nun kletter da hoch! Ein paar Tage. Naja, vielleicht gehen wir in der Mitte der Woche nochmal wieder. Ich werde ja, bevor wir dann beenden, gehe ich ja wieder in unser Hub-World zurück. Also in sein Haus.
wo die Zeit halt dreimal so schnell vergeht. Und dann machen wir vielleicht in 2 Tagen nochmal. Dann müssten dann ja 4 Tage vergangen sein. Oder 6 Tage sogar. Das sollte dann ja reichen. So, dann gehen wir jetzt nochmal zum Gesicht zurück. Jetzt haben wir genug Moos. Was wird das Gesicht uns erzählen? Welche Weisheit hat es für uns? Warum muss es uns so quälen? Warum sagt es uns nicht einfach, was los ist? Ich frage mich, wie viele Leute das spielen. Das Spiel hier. Das wäre mal interessant, rauszufinden, ob das erfolgreich ist oder nicht. Weil ich hatte, ihr habt ja schon mal gesagt, ich hatte ja, das war ja mal so ein bisschen mein Ziel, dass das so ein Spiel ist, was erstmal, was vielleicht mal irgendwann so ganz, ja, was einen Hype kriegt. Und dann sind wir nämlich schon die coolen Vorreiter. Und wenn dann Leute wissen wollen, was ist denn das für ein Spiel, dann suchen die nach Huki Livestream The Longing. Naja. Aber zumindest wissen wir als Erste, was nach den 400 Tagen passiert ist. Das ist ja das Interessante. Hier ist es ja wirklich mal interessant, wenn du einer der Ersten bist, die es überhaupt spielen. Ich glaube, wir haben angefangen 5 Tage nach Veröffentlichung. So, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass es Leute gab, die das einfach durch haben laufen lassen, die Zeit, auf schnellster Stufe. Die werden dann wahrscheinlich schon wissen, was am Ende passiert. Na klar. Die haben dann einfach Moby Dick durchgelesen und die Abrafaxe und was da sonst noch so, was er sonst noch so für Bücher hatte. Aber ich sag mal, wir spielen es ja echt und richtig durch und sind dann mit einer der ersten Leute, die das dann erfahren. Glaube ich. Könnt ihr auch mal googeln. The Longing Erfolg. Ich hoffe, aber ich spoilere mir jetzt nichts. Es gibt nix gefunden. Es gibt The Longing, deutsche Übersetzung, Longing, German Translation. Wenn man nur nach The Longing googelt. The Longing on Steam. Na, es gibt zumindest Spielekritiken. Aber es ist nichts irgendwie sowas wie, oh, geil. Naja. Mal nicht zu viel lesen, sonst wäre ich noch gespoilert. Das will ich ja nun auch wieder nicht. Das muss ja nicht sein. Was war denn noch alles auf der Leipziger Ersatzbuchmesse? Jetzt wollte ich gerade anfangen, jetzt sind wir schon wieder am Gesicht. Immer sind wir nur am Gesicht. Ach, die fucking Hacke, ey. Ich komme nicht darauf klar. Hallo Gesicht, wie geht's dir? Mir geht es gut. Kannst du mir bei diesen Gedanken melden? Was liegt jenseits der Höhle? Ich werde dir... Nein.
Was wird hier in 400 Tagen passieren? Klickt. Ich klicke bei meiner Maus ganz oft aus Versehen statt auf die linke Maustaste auf die rechte Maustaste. Weil mein Finger so schwach ist und dann immer so die Taste runterdrückt. Was wird hier nach 400 Tagen passieren? Ich werde dir meine Weisheiten anvertrauen, aber ich verlange zuerst eine Gabe. 20 Moos geben. Solange es Zeit gibt, wird es Sehnsucht geben. Und sobald alle Sehnsüchte enden, wird die Welt keine Zeit mehr brauchen. Und die ohne Sehnsucht werden die Welt nicht mehr brauchen. Solange es Zeit gibt, wird es Sehnsucht geben. Und sobald alle Sehnsüchte enden, wird die Welt keine Zeit mehr brauchen. Und die ohne Sehnsucht werden die Welt nicht mehr brauchen. Was ja einfach nur bedeutet, das Spiel ist zu Ende. Weil solange noch Zeit da ist, solange von den 400 Tagen noch was ist, ist Sehnsucht da. Sehnsucht, das Spiel zu beenden oder irgendwas rauszufinden, was im Spiel zu finden kann. Und sobald alle Sehnsüchte enden, also sobald man alles gefunden hat, was auch immer es hier gibt, wird die Welt keine Zeit mehr brauchen. Weil, naja, du hattest ja dann alles gefunden. Und die ohne Sehnsucht, weil die alles gesehen haben, wir also, werden die Welt nicht mehr brauchen. Das heißt, in 400 Tagen ist das Spiel einfach zu Ende. Krieg ich da auch eine Enttäuschung für? Tja, 5 Enttäuschungen. Aber wir haben 3 Enttäuschungen. Das war's. Wir können nichts mehr machen. Nichts mehr sammeln, nichts mehr finden. Fucking Spitzhacke, ey. Ja, gehen wir mal in die Bude zurück. Zeit nach Hause zu gehen. Aber wir hätten noch rote Kristalle finden können und blaue Kristalle. Hey André, schönes Spiel zu nebenher reden, aber du bist mega leise. Wenn du 100% die optimale Lautstärke wäre, bist du bei 10%. Ja André, alle anderen Leute verstehen mich aber ganz gut. Wir haben vorhin schon das Mikrofon leiser gestellt, weil ich übersteuert war schon. Und ansonsten hat sich noch keiner beschwert. So Sophia schreibt, also ich verstehe alles gut. Was machst du nur, André? Ich habe nämlich genau das schon erzählt, André, dass du rumgemeckert hast am Wochenende. Aber ich kann halt nichts anders mehr einstellen. Wenn ich jetzt noch das Ding höher stelle, dann höre ich mich wieder scheiße an. Oder übersteuere dann wieder. Du musst halt einfach dir einen besseren Computer besorgen, der besser meine Livestreams, die ich mache, rausgibt. Ja. Das war eine deprimierende Sitzung. Die fucking Spitzhacke ist kaputt gegangen. Wir haben nicht mal genug Enttäuschung, um mit dem Gesicht zu reden. Das Gesicht gibt jetzt einem auch nicht so viele geile Informationen. Das ist fucking dumme Scheißschatz. Das Ding ist halt, ich wollte hier gerne durch die Scheibe, gar nicht, weil ich an diesen Schatz ran wollte. Weil ich ja wusste, wir können ja eh nichts damit anfangen, hat er ja eh schon gesagt. Ich habe halt gedacht, da ist dann vielleicht noch ein Teil des Musikinstruments. So, ich habe mir nämlich auch wieder nichts gefunden. Und es war auch nicht jetzt irgendwie so, ich habe auch gedacht, wir machen noch einen Weg frei und haben dann wieder ganz viele Abzweigungen und so, aber es war auch nicht. Jetzt müssen, naja gut, wir haben ja immer noch eine Möglichkeit weiterzukommen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir finden noch eine zweite Hacke. Ich habe ja vorhin gegoogelt. Ich hätte mal noch, das ist noch mal interessant, das google ich jetzt noch mal.
ob es so Komplettlösungen gibt. Ich will jetzt nicht in die Komplettlösung reingucken. Ich würde mich nur interessieren, ob es das gibt. Weil wenn nicht, können wir die ja schreiben. Komplettlösung. Ja, gibt's auf jeden Fall. Obwohl, er zeigt mir auch nur Komplettlösung an, nicht Komplettlösung so long. Es ist auch ein anderes Spiel. Also gibt es wahrscheinlich doch keine. Ne, das ist alles von 2014 oder so. Naja, gut. Auch interessant. Zwei neue Benachrichtigungen. Weg zum Affiliate abgeschlossen übrigens. Genau das ist das, was ich erzählen wollte, was ich vergessen habe. Das ist der große Affiliate. Livestream. Der dazu führt, dass wir den, dass ich jetzt Affiliate bin. Was auch immer das bedeutet, ich weiß es noch gar nicht. So genau. Guck, das ist der König. Falls ihr noch nicht wisst, wie der König aussieht. Ich brauchte noch einen Tag, an dem ich streame. Das habe ich jetzt geschafft. Jetzt bin ich Affiliate. Wir wissen noch nicht, ich weiß noch nicht so genau, was ich damit anfangen kann. Aber es kann ja nicht schaden. Ich hatte heute übrigens einen Strike auf meinem YouTube-Kanal. Für das gute Video, das lehrreiche Video Nein heißt Nein, hat wegen sexuellem Inhalt wurde das gestrikt. Jetzt hat mein YouTube-Kanal einen Strike. Schade. Aber zu Recht, ich habe mich immer schon gefragt, wann das mal passiert. Ich dachte immer, das wäre schon längst nicht mehr da, aber doch. So finde ich raus, dass Videos von mir noch existieren, weil die gecopyright-claimed werden. Oder weil die gelöscht werden oder blockiert werden. Oder manchmal auch einfach dann noch so Leute Kommentare schreiben, dass ich ein dummes Schwein bin. Wegen irgendwas. So. Aha. Da sind die Kristalle, immerhin. Wenigstens die. Können wir damit noch was machen? Wieso hängen die so komisch? Könnten wir die Bilder nicht eigentlich noch umhängen? Ich will jetzt nicht noch was malen, weil ich befürchte, dass wir nochmal mehr Kohle brauchen. Warum hängen die Kristalle da so dumm an der Wand? Ich will die irgendwie woanders. Ah. Wieso kann ich den Teppich jetzt bewegen? Ah, jetzt geht's. Alles klar. Na, immerhin haben wir hier so ein Kristall. Guck doch mal. Ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Guck, und hier vergeht die Zeit nämlich dreimal so schnell. 3 bis 4 Mal so schnell sogar. 4 Mal so schnell. Deswegen haben wir auch mehr Zeit verbraucht. Im Ursprünglichen. Setzen wir uns hin und lesen schön. Das ist nämlich das Ding, was ich auch dachte. Man kann sich hinsetzen und lesen und er liest weiter, auch wenn man das Spiel beendet. Und ich habe halt so gedacht, wenn man jetzt hackt und die Scheibe hackt, die ganz lange dauert, dann macht man das Spiel dann einfach aus in der Zwischenzeit, wartet irgendwie 2 Tage, macht wieder an und dann hat er die Scheibe durchgehackt. Dass dann die fucking Hacke kaputt geht, da konnte ich nicht mit ahnen. Nee, nicht mit rechnen. Hinsetzen und lesen.
ein Buch lesen. Ich hatte ihn erst hier hingesetzt und gestarrt. Die Zeit vergeht dann genauso schnell, aber ich fand es irgendwie schöner, wenn er denn liest. Ich fand es irgendwie unangenehm, ihn einfach nur sitzen und starren zu lassen. Haben wir neue Gedanken dazu gekriegt? Ah ja, guck mal. Immerhin ist mein Geburtstag noch etwas. Ja, nur noch irgendwann Geburtstag. Ja, das ist das, was das Gesicht gesagt hat. Solange es Zeit gibt, wird es Sehnsucht geben. Und sobald alle Sehnsüchte enden, wird die Welt keine Zeit mehr brauchen. Und die ohne Sehnsucht werden die Welt nicht mehr brauchen. Wie deep. So, Moby Dick haben wir gelesen. Da können wir jetzt ja also Sprach Zarathustra lesen. Aber es sind auch nur 145 Seiten. Moby Dick war so schön lang. Das ballert der so durch. Gut. So, jetzt die Frage. Habt ihr noch Bock? Soll ich noch ein bisschen Stardew Valley machen? Vor 42 Minuten abgeschlossen. Weg zum Affiliate. Nicht alle Streamer sind so engagiert wie du. Du kannst zu einer neuen Gruppe von Streamern, den Affiliate von Twitch, gehören. Nimm am Programm, Punkt, Punkt, Punkt. Nimm am Programm teil. Wahrscheinlich geht der Satz so weiter. Na, er hat es mir doch gerade angezeigt. Nimm am Programm teil und erziele Einnahmen auf Twitch. Krieg ich Kohle und Moos? naja. Ja, gut, wie spät ist es denn jetzt? Ich würde ja noch mal, wir haben, ja, bis halb elf würde ich noch machen. Dann muss ich ins Bett, weil ich muss ja morgen noch arbeiten. Ich habe nicht 2 Wochen Homeoffice. Wenn man Homeoffice hat, muss man aber ja auch arbeiten. Arbeiten. Ja gut. Dann machen wir noch eine halbe Stunde, wenn ihr unbedingt wollt. Gott, Spiel verlassen. Na, Spiel beenden, die Zeit läuft im Spiel weiter. Ich würde halt sagen, in 2 Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ne, heute ist Montag. Ja doch, dann am Mittwoch machen wir es nochmal an. Ich kann es ja aber auch vorher abchecken. Dann checke ich ab, ob das Wasser dann hoch genug gestiegen ist, dass wir weitergehen können. Und dann spielen wir The Longing. Wenn nicht, dann spielen wir halt was anderes. Dann warten wir halt noch länger. Spiel beenden.